Herzlich willkommen bei der Chor, ich bin Dabu und diese Woche möchte ich euch etwas über Giver erzählen. Giver, das sind Julian, Timo, Chrissy, Fabi und Robert aus Paderborn und Köln. Giver hat sich 2013 gegründet. Im Juni 2013 erschien ihre EP Choking on Pride und von der möchte ich euch heute etwas erzählen. Die EP Choking on Pride ist eine DIY-Produktion von Giver selber, wurde aber unter anderem von No Panic Records veröffentlicht. Choking on Pride hat 6 Tracks. Davon ist Look Up to the Ground der erste Track, das Intro. Dieser hebt sich von den restlichen 5 Tracks der EP ab, indem er musikalisch in eine ganz andere Richtung geht. Mit Geigen und viel Delay-Zeiten ist der Track eher aufbauend, allerdings auch ziemlich klischeebehaftet. Wenn man zum Beispiel Shipwreck in the Sand von Silverstein kennt, dann erinnert der Track doch schon stark an die Sachen von dem Album. Abgesehen vom Intro sind die restlichen Tracks auf der EP Melodic Hardcore Tracks. Gerade der dritte Track der EP, Golden Rust, hat für mich viele eingängige Riffs, einen schönen Aufbau, einen tollen Refrain und ich höre ihn mir unheimlich gerne an und ich werde ihn euch auch in einer Live-Version hier im Video zeigen. Ich muss einfach sagen, dass ich unheimlichen Respekt vor dem Vokalisten habe. Ich finde ihn sehr gut, ich weiß, das ist wie immer Geschmackssache, aber mir hat er sehr gefallen. Gerade das, dass er so screamt und schreit, dass man einfach sagen muss, im Grunde kann man trotzdem an der Melodie hören, im Grunde orientiert sie sich trotzdem an der Musik und selbst als Sänger könnte man theoretisch darauf noch eine Melodie singen, auf die Vocals, die er schreit und dass das einfach passen würde. Ich finde das auch unheimlich cool, wie er verschiedene Emotionen einfach in seine Stimme reinbringt, obwohl er die ganze Zeit theoretisch nur schreit. Ich finde die Lyrics der EP gut, mir haben die Texte gefallen, ich finde sie nicht zu abgehoben. Gerade der Song Stick Tight to Trouble sticht dort heraus, ich finde ihn sehr besonders dadurch, dass gerade am Anfang sehr auf klischeehaftes dicke Hose gemacht wird, ich bin kein Vorbild und mir egal, was ihr über mich sagt, Hauptsache ihr sprecht über mich. Und dann gibt es so einen Turn im Lied, der auch sehr gut musikalisch unterstrichen ist, den ich unheimlich schön finde, welcher zu einem Moment führt, in dem die Person eigentlich darüber nachdenken muss, wer bin ich, was bin ich und warum tue ich das, was ich sage. Ist zwar nur ein ganz kurzer Turn und ist auch nur so ein kurzer Moment in dem Lied, aber ich finde ihn unheimlich gut umgesetzt. Nicht nur mir hat die EP toll gefallen, sondern auch meiner Tochter, die mit mir gehört haben. Und ich kann nur sagen, verdiente 9 Punkte. Danke sehr, ich wünsche euch einen schönen Abend.